Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Wir müssen noch den Aufseher zu Paolo bringen. Und ich glaube, wir werden auch schon erwartet. Bin ich denn hier richtig? Das hört sich nicht gesund an. Schönen guten Tag, ich habe was für euch. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht gesonnen. Auf nimmer Wiedersehen muss. Beim Outsider. Ist das Burn? Er ist tot. Ja. Nur für euch. Scheiße nochmal. Schau an. Der Vizeaufseher höchstpersönlich. Ich glaube, ich muss jetzt hier durch. Wenn mir mal einer sagen könnte, wohin, wäre das echt super. Da war ich doch. Toll. Das gibt's nicht. Ich hätte auch hier einfach hier lang gehen können. So. Muss da hinten hin. Beim Nichts. Ich kann's kaum das glauben. Das ist der Vizeaufseher. Das war's, Vizeaufseher. Paolo gewinnt. So, hier. Oh, mein Rücken tut weh. Ich weiß, weh, dass ich gesehen habe. Wenn ich sitze, wird nur noch ein... Auf Nimmerwiedersehen. Wow. Gute Arbeit. Burn war ein zäher Kerl. Das kannst du laut sagen. War ganz leicht zu besiegen. Hübsch hier. Früher war alles einfacher, als ich noch Bäckereien und... Bitte. Ich habe seit Monaten versucht, Burn auszuschalten und du hast es endlich geschafft. Du schuldest mir jetzt was, Paolo. Wir sind im Krieg mit dem Orden, nicht nur wegen des Gebiets, sondern auch wegen der Bürger von Kanaka. Das ist meine Heimat. Und ich schicke Burn in einer Kiste nach Dunwall, um dem Oberaufseher und der Kaiserin die Sache zu verdeutlichen. Das hättest du bestimmt nicht erwartet, Vizeaufseher. Was willst du? Ich muss ins Haus von Aramis Stilton gelangen. Du bist interessant und bestimmt gefährlicher als viele, die an meine Tür klopfen. Das solltest du nicht vergessen. Hier ist, was du brauchst, um ins Haus zu kommen. Wenn du deine Hände bei der Zukunft Karnakas im Spiel hast, hoffe ich, dass du deine Sache besser machst als der Herzog. Darauf kannst du dich verlassen. Der Herzog ist ein Schlappschwanz. So, meine Lieben, ihr habt jetzt auch gesehen, wir hätten jetzt auch... diesen Kerl hier raus. Wir hätten jetzt auch einfach nach Durantes Büro gehen können. Und dort halt den Code finden können, ohne den Typen auszuliefern, aber... Puh. Das wird das Was weißt du über Aramis Stiltons Haus? Das ist ein übler Ort. Wenn man nachts dran vorbeigeht, stellen sich einem oft die Nackenhaare auf. Aber Stilton war in Ordnung, bevor was auch immer dort passiert ist. Er war gut zu den Arbeitern in seinen Bergwerken. Was ist im Haus passiert? Ich kenne nur Gerüchte. Die reichen Schnösel hatten eine Sause, vielleicht auch was anderes. Davor war der Herzog nur ein reicher Adliger. Nach dieser Nacht hatte er ein Feuer in sich. Einen Plan. Du
Du hast die Lösung für den Schloss gefunden, Madame Nathalie's Ring. Der Herzog, der Orden, die Kaiserin in Dunwall. Niemand weiß, was für Kanaka das Beste ist. Aber du weißt es. Vielleicht weißt du nicht, wie die Dinge hier laufen. Alles verändert sich. Und wenn es so läuft, wie ich will, werde ich den Kurs der Stadt für lange Zeit lenken. Das könnte weniger lustig sein, als du denkst. Gut. Ein falsches Wort. Und jetzt stehe ich hier. Was für ein Geschrei. Ich glaube nicht, dass wir den beklauen dürfen. Wohl ein Geschenk für Paolo. So. Kann ich hier raus und ab zu dem Haus. Ich habe die ganze Zeit Panik, dass da Zombies drin sind oder sowas. So, was haben wir denn da? Madame Natios Natio Ring. Dann die Schnupftabakdose. Dann irgendwie Schnupfdose. Aber Dr. McCullough. Und dann kommt Finch. Conte Winslow. Ah, da stand schon Winslow. So, was haben wir denn hier? Hier war ein Diamant. Und die letzten beiden waren Kriegsmedaille Vogel. Geschafft. Die Information war korrekt. Und der Code ändert sich übrigens auch bei jedem Spieldurchlauf. Ja, ich weiß, ich war sehr böse. Ich finde keine Outsider-Schreine. Ich gehe irgendwie nicht so durch die Gegend. Ein Riss in der Fassade. Aber wir sind schon bei 7? Okay. Zeit ist etwas Seltsames. Früher habe ich mich auf das gefreut, was kommt. Auf das Reich, über das ich einst herrschen würde. Ich erinnere mich an Kindheitsmomente mit meiner Mutter auf ihrem Thron und meinem Vater als mysteriöser Figur. Ich erinnere mich an die Seuche, den Mord an Mutter und alle Ereignisse im Hound Pits Pub. Und jetzt das. Ich will nur Delilahs Leben beenden und meinen Vater zurückhaben. Dieses Haus verbirgt Delilahs Geheimnis. Sie ist der Tragödie entkommen und hat das Reich nach ihrem Willen geformt. Mit Herzog Luca Abele macht sie aus einem Dilettanten einen Intriganten, der ihr half, meinen Thron zu besteigen. Sie hat Unsterblichkeit erlangt und selbst das Schwert meines Vaters konnte sie nicht töten. Ich werde herausfinden, wie sie das geschafft hat. Wenn ihr wieder jemand ein Schwert durchs Herz stößt, bin ich das und ich erwarte, dass sie stirbt. Was könnte da noch vor? Wie seltsam. Dieser Ort erschöpft mich. Ja. Letzte Mal die Kernspielenergie und damit die übernatürlichen Kräfte. Was? Toll.
Ich hätte vorher einkaufen gehen sollen. Ratten. Sieht bis jetzt auch ganz normal aus. Sein? Ehrlich jetzt? Der lebt? Sie bringen mir Essen. Rein und raus wie der Wind. Sie haben wohl Angst. Der Herzog bezahlt die Heuler, damit sie Stilton Essen bringen. Wir fangen bald an. Die Geliebte des Herzogs kehrt bald zurück. Ja, aber ich komme da nicht hin. Im Traum waren der Herzog und ich auf der Jagd. Das Wild hatte Gesichter. Dann gehe ich mal nach oben. Stilton ist vom Rest des Bezirks abgeschnitten. Ja, wie kommen wir denn dann dahin? Wenn niemand die Zimmer sauber und trocken hält, vermodert das Haus. Aber wir haben eine Rune. Ja. Durch ein Fenster, das wäre ja dumm durch ein Fenster. Dann, oh, ich habe gedacht, da hinten steht jemand. Ey, ich habe schon voll den Schock gekriegt. Boah, machen die das hier mit Absicht? Ist der Typ vielleicht irre? Zeit läuft aus. Sie kommt aus den Wänden. Sie ruiniert sich, die Teppiche. Was? Vor 3 Jahren zerbrach etwas in Aramis Stilton wie ein billiges Schloss. Ein Teil von ihm und des Hauses haben jeden Abend nur verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen. Delilahs Plan. Und ein Teil von Aramis Stilton ist hier. Zerbricht weiter. Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel älter und seltsamer, als du denkst. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Nimm das. Stell dir vor, es wäre eine Art Chronowandler. Geh, beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Danke. Okay, Kronenwandler. Verwende den Kronenwandler, um zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her zu reisen. Halte LT gedrückt, durch die Zeit zu reisen.
um die Linse auf und zuzuklappen, mit der du die andere Ziellinie beobachtest. Umgehe Hindernisse oder fliehe vor Gegnern, indem du in die andere Zeit reist. Okay. Du kannst nicht zwischen Zeitlinien wechseln, wenn ein Hindernis dir im Weg steht. Ungeachtet deiner Position tickt die Zeit auf beiden Zeitlinien weiter. Was du in der Vergangenheit veränderst, wirkt sich auch auf die Gegenwart aus. Ist ja interessant. Theo, wärm die Decken vor, ja? Also, guck mal, scheint die Tür zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu sein, in der Herzog Luca Abel und seinen inneren Zirkel noch versammelt sind. Er hat dort vor Jahren seinen inneren Zirkel besammelt. Die Leiterzeit in diesen Tagen sind nachtlos. Irgendwas anwesend ist ein seltsamer Ort. Heute Nacht wird es sehr kalt. Ja, ich weiß, ich kann jetzt einfach hier durch, aber... Geh nach Dunwall und sag der Kaiserin, dass der Herzog im Garten Leichen ausgräbt. Und er kann jetzt singen. Nichts. Das die Gäste warten im Arbeitszimmer. Der Herzog verlangt nach Erfrischungen, aber ohne die Kombination komme ich nicht rein. An der Tür hängt eine Nachricht, Hauptmann Windelborn. Was? Er ist draußen. Ich brauche den Code fürs Arbeitszimmer. Der steht im Notizbuch, Ma'am, aber das trägt er bei sich. Danke, Corporal. Ehrlich gesagt kann ich Stiltons Gäste nicht ausstehen. Ich wurde von der kaiserlichen Verwalterin zurechtgewiesen. Wie heißt sie gleich? Da meinen Sie bestimmt Brianna Ashworth. Ja, das ist sie. Sie ist seltsam. Egal, leisten Sie weiter so gute Arbeit. Danke, Hauptmann. Was haben wir denn da jetzt alles? Anselm findet sich im Hinterhof. Anselm trägt immer ein Notizbuch bei sich. Darin steht die Kombination für die Tür des Arbeitszimmers. Der einzige Weg hier raus ist über die Gegenwart mit diesem Chronowandler. Das Ding aus Knochen, das Ashworth gemacht hat, hängt an der Decke. Ich hör's in der Nacht. Knochen aus der Tiefe, unter den Wellen. Gibt's schlechte Nachrichten aus den Bergwerken? Ich spür's. Wie viele Tote? Das ist ja geil. Das trägt er immer bei sich, also müssen wir ein Buch finden. Ich glaube, ich habe was gehört unter meinem Hemd. Was stimmt mit meinem Haus nicht? Wo sind meine Wachen? Meine Diener? Bin ich alleine hier? Ich bin nie alleine. Oder immer alleine. Das kann nicht sein. Wer hat die Uhren verstellt? Das ziehe ich Ihnen vom Lohn ab. Die Tage brennen. Riechst du es nicht? Ich will das Buch haben. Könnte denn das nicht... Ja, er trägt es immer bei sich, aber ich kann ihn ansprechen, so viel ich will. Wie spät ist es? Ist es so spät, wie ich denke? Ich erinnere mich noch an diese Nacht. Ich habe gewartet. Ich wusste, es war falsch. Ach Mann. Ich komme hier nicht raus.
Was stand da jetzt, das brauche ich? Generalschlüssel. Eines Tages spiele ich Klavier für dich, Theodanis. Ich weiß es nicht, Leute. Oh. Stiltons Haus war ziemlich hübsch. Ja. Was dann auch immer passiert ist. Wo müssen wir jetzt hin? Mr. Stilton verschenkt noch ein Set Tafelsilber. Die Bergleute und ihre Familien haben keine Ahnung, wie viel er für sie tut. Ich habe meine Stimme ja selbst bald satt. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gegen eine Wand reden würde. Ich gehe ja Was schon. Was Sie auch brauchen, ich hab's nicht. Manche haben echt keine Manieren. Oh, oh. Was soll ich von? Ich brauch den Küchenschlüssel. Brauche ich gar nicht. Da hätten jetzt schon wieder diese ganzen Blutfliegen. Ah, das ist auch nicht. Ganz falsch. Ich hatte das letzte Mal im Monat des Eises frei. Ich brauche dringend wieder einen Tag für mich selbst. Hier ist kein Küchenschlüssel. Lang war ich nun ohne dich, jagte Monster auf dem Meere, wach nach ihnen meine Liebste. Mein Gott, wie komme ich denn sonst dahin? So. Was ist das da für ein Ding? Das lässt sich vielleicht umgehen, wenn ich in die Vergangenheit zurückgehe. Nö. Huchala. Bin ich hier gerade in einem Tresor? Thank you.
Ach mein Gott. Wie, warte mal. Vielleicht die zerstören? Nee. Tatsache war ein Tresor. Dann gehe ich jetzt einfach mal wieder nach oben. Ich muss ja hier irgendwie rausfinden. Bin ich in der Stimmung? Das war schlecht. Okay, Leute, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.